Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 Nordfriesische Marsch Vierfach. Am Freitag einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir sind natürlich wieder im Livestream, klarer Fall. Und wir machen natürlich mit unserem geliebten Ballen weiter. Ist auch wichtig, dass wir das mal fertig bekommen. Wir haben gestern die Futtermischanlage gesetzt. Die läuft noch nicht, natürlich, weil ganz viele Dinge fehlen. Der Plan wäre jetzt mit vereinten Kräften, da hinten steht ein weiterer Traktor, vielleicht seht ihr ihn da hinten ganz, ganz klein. Dass wir mit vereinten Kräften das Zeug... ist da, ich liebe das Geräusch. Dass wir mit vereinten Kräften dieses Zeug nach Hause bringen, damit wir so schnell wie möglich die Mission abschließen können. Damit wir auch demnächst den Stall bauen können, den Silo bauen können, den Hof verschieden können. Wir werden eventuell Kredit aufnehmen heute. Weil es kann sein... Ich bin aber noch nicht ganz sicher, dass wir... Lohnt es sich heute schon, den Stall zu bauen, Chat? Eigentlich nicht. Hätten wir dann ein besseres Gefühl? Eigentlich schon. Es ist schwierig. Es ist schwierig, es bleibt schwierig. Ist das auch so ein Graben, was ich ausheben kann? Nee, ne? Hier nicht. Wieso nimmst du jetzt eigentlich nicht den Autoanhänger? Der steht da vorne. Der kommt als nächstes dran. Keine Panik auf der Titanic, meine Damen und Herren. Aber ich fahre gerne beide. Ich habe ja zwei Fahrzeuge noch da. Und deswegen fahre ich gerne beide. Ich würde tatsächlich den Kollegen hier mit den Silageballen schicken. Und den mit dem anderen Kollegen würde ich anfangen mit den Grasballen. Wobei ich nicht weiß, ob der andere Kollege 1,80 Meter Ballen nimmt. Das weiß ich jetzt gar nicht, ne? Wie schaut es mit Feld 78 aus? Wir können mal reinluschern, ne? Also der Kollege ist dran. Ich habe vorhin einen Anruf bekommen, er hat keinen Bock mehr. Ich habe gesagt, alles okay, wir hören uns in 17 Tagen nochmal. Hier wollte ich gar nicht rein. Hier wollte ich rein. 4%. Wir haben 4%. Ich würde sagen, alles erst alles ranschaffen und beim Bauen, ja. Warum Grasballen? Eigentlich sollten es Heuballen sein, aber ich muss das ganze Zeug nochmal wenden. Das wird auch nochmal eine wichtige Frage. Wie werden wir das wenden, ne? Ist ja einfach. Jungs, die Antwort ist doch einfach, die ist doch klar, die Antwort, wie das funktionieren wird. Wir werden die Grasballen nehmen. Werden die in den Silo reinwerfen, dann ist es aufgelöst. Werden es aus dem Silo rausnehmen, werden ein Häufchen machen, einmal mit dem Wender und dann wieder aufsammeln. Probleme lösen mit Werner. Guten Tag. Verstehe gar nicht, was ich hab, ne? So. Realismus kickt? Ich glaube nicht. Warte mal, Hof. 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 So, und dann werden wir das erste Mal unseren gekauften Autoload-Anhänger verwenden. Bin ich auch schon ein bisschen gespannt drauf. Warum keine Heutrocknung? Gibt es eine Heutrocknung? Ich habe das noch nie versucht, muss ich gestehen, ne? Also wirklich noch nie versucht. Gibt bereits eine Heutrocknung als Mod? Das ist die Frage. Gibt es eine Heutrocknung als Mod? Ich kenne nämlich, also ich habe noch keine gesehen. Vielleicht ist vor der Modding-Welt eine dabei. Nee. Nee. Fermenter. Futtermischer. Also hier sehe ich noch keine, ne? Saatgut, Futter, Fermenter. Und zwar... Jetzt gucken wir mal. Arbeitsstellung. Muss ich ihm sagen, was er machen soll? Oder... Ach so, warte mal. Ich bin gespannt, wie das jetzt funktioniert. Ah, warte mal. Ich wollte die Ballen hier nehmen, ne? Bevor ich hier dann Blödsinn mache. Geht das? Weiß jetzt nicht, ob das jetzt verboten ist, ne? Aber... So fühle ich mich schon ein bisschen zu Hause, muss ich sagen. R drücken, was passiert denn beim R drücken? Habe ich keine Anzeige für R, muss ich sagen. R drücken.
Hat nichts gebracht. Aber ist doch gut. Jungs. Bitte? Also. Ist jetzt. Also. Ist. Ich sehe das jetzt nicht als Problem. Ich sehe das nur als Lösung, ne? Die überarbeitete Anzeige ist aus. Ja, ist raus. Ja, du, also. Ich sag mal so. Am Land ist es so, wenn es funktioniert, fragt dich kein Mensch danach, wie. Es muss nur funktionieren. Gebt ihr mir da recht? Ich glaube schon. Ich finde die Idee mit dem Häcksel, mit dem Insilo und so weiter und so fort, finde ich eigentlich gut. Solange unter 3 Meter bleibt alles legal. Es ist. Wurde nicht letztens sogar ein Landwirt angehalten in der Schweiz, weil er 3 Anhänger dran hatte? War das nicht? War das in der, ich glaube in der Schweiz war das, oder? Ja. Irgendwas habe ich da mal gehört, ne? Warte mal, ich habe jetzt aber nur 46%. Oh, moin. Ah, 64%, Entschuldigung. Ja, das sieht mir doch mal nach einem guten beladenen Anhänger aus, ne? Das sieht schon irgendwie cool aus, muss ich sagen. Gefällt mir das Ding. Ich will es ja praktisch wirklich nur vom Feld haben, ne? Oh, der kommt nie an zu Hause. Ich weiß, der wird nie ankommen. Guck mal an, wie breit der ist. Gibt es diesen einen Bug noch? Ihr wisst genau. Hä? Moment. Achso, das war's jetzt, okay? Gibt es diesen Bug noch? Ihr wisst, welchen Bug ich meine. Gibt es ihn noch? Mit Autoload und Speichern? Hm? Ja, gut, kannst du dir malen, ne? Weil da machst du nichts. Ich glaube, wenn du Autoload hast, dann gehen da keine Quote ran. Geht nicht. In die Transportstellung gehen. Passiert nicht. Also gar nicht. Doch, geht drückt. Ich habe I gedrückt. Und L auch. Geht nicht. Geht gar nichts. Ja, Z, dann mache ich sie lose. Soll ich sie lose machen? Aha, guck mal. An dieser Stelle entladen, abbrechen. Abbrechen. Die sind da fest drauf, ne? Da machst du nix. Jetzt bitte umfallen. Party aus. Wir versuchen das mal, ne? Ich bin ja gespannt. Ich entdecke und erforsche ja gerne Neues, weißt du? Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir testen das einfach mal, ob das denn auch funktioniert, ne? Uff. Ich hab so Angst, dass du nicht ankommst, ne? Ich hab so Angst. Aber wenn Tensuku mir eines gelehrt hat in all den Jahren, du musst dem System vertrauen. Egal wie es aussieht, egal ob es knapp ist oder nicht knapp ist, du musst dem System vertrauen. Das System macht das. Bin auch ziemlich cool, ne, muss ich sagen. Heute bin ich ziemlich cool gekleidet. Okay, er wird langsamer. Ah, komm. Wir vertrauen dem jetzt einfach mal und machen mal bei unserem Zeug hier weiter.
Muss ja auch weitergehen, ne? So, vor dem Entladen die Maus mit der Maus Seite und Höhe einstellen, dann entladen. Dankeschön für den Tipp. Das war es jetzt aus wie mein Lehrer. Vielleicht war es dein Lehrer. Will noch ein bisschen Taschengeld dazu verdienen, weißt du? So, wichtige Frage. Was kostet ein Silo? Weil das Silo brauchen wir, ne? Da kommen wir nicht dran rum. 150.000, 1,5 Millionen? Naja, also. Ich sehe mich ja eher da, muss ich sagen, oder? Chat? Wo sehen wir uns? Ich sehe mich eher da, muss ich gestehen. Die Frage ist nur, wollen wir das wieder, wollen wir es wieder so machen, wie wir es früher hatten? Größte, was gibt? Nein! So viel Geld habe ich doch nicht. Das wäre halt El Clasico, ne? Also das haben wir damals schon gemacht. Ich habe wieder Geld ausgegeben. Das ist hässlich. Robin, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Das ist eins mit der Natur. Der Natur und das Silo sind jetzt so, weißt du? Das ist... Ich liebe das. Ich weiß nicht. Kann ich mir das als Klingelton runterladen? Ich liebe dieses Geräusch. Ich kann euch nicht sagen, warum es so ist. Ich liebe dieses Geräusch. Bedimm. Ist das Multiflut? Das hoffe ich für FedEx, Alter. Sonst haben wir hier, ne? Als Bitsound. Oh, als Bitsound. Alter. Als Bitsound sehe ich den auch. Voll geil. So. Ich habe Bedimm gehört. Das heißt, unser Ding ist schon, ne? Bist du schon mal Trecker gefahren? Jo, ich bin schon mal Trecker gefahren, ja. Um ihn nochmal kurz ein Küsschen zu werfen, weißt du? Dem guten 1050er. So, das wurde jetzt eine spannende Geschichte. Bin der Meinung, es wird nicht funktionieren. Hey, aber positiv denken, wurde mir mal gesagt. So. Bald entladen. Z. Und jetzt? Das ist ja voll geil. Ich hatte kurz einen Schreckmoment. Ganz kurz, ne? Ganz kurz war so. Und dann so Herzstillstand ganz kurz. Und dann ging es weiter. So. Gibt es denn nicht wieder diese wunderhübschen, schicken Anzeigen, die ich hier hinplatziert habe? Und dann habe ich gesehen, 3 Millionen Liter Gras sind drin. Gibt es die wieder? Ich würde es feiern. 210.000 Liter. Wir haben jetzt 210.000 Liter mitgenommen. Alter. Ich freue mich schon, wenn das Geräusch wieder kommt. Feld 45. Oh Gott. Das war ein anderes Geräusch. Wo kommt das denn 50 her? Den haben wir uns gekauft tatsächlich. Der war im Sonderabgebot Schnäppchen Kaffeefahrt war der. So, da kann ich jetzt nichts mitmachen, das passt. Ja, wir müssen uns erstmal jetzt hier um diese Mission hier kümmern, ne?
müssen erstmal gucken, dass es hier vorangeht. Werner aus. Nur einmal gucken. Nur einmal gucken. Okay, ich höre schon auf. Nein, aus, Finger weg von Johnny. Einfach, ich will doch nur mal gucken und so, ne? Warum seid ihr denn jetzt so? Gut, ihr seht, meine Damen und Herren, wir arbeiten hier. Wir gucken mal, dass wir das schnell wie möglich fertig haben. Und sind auch fertig für diese Folge. Meine Damen und Herren, danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge hier auf der NF Marsch. Vierfach. Mit Gräben. Euch noch einen wunderschönen Tag und ein wunderschönes Wochenende gewünscht. Wir haben ja auch, glaube ich, schon Samstag heute. Freitag heute. Deswegen kann man schon mal ins Wochenende starten. Bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.